Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Auswahl Orakel. Nachricht für dich. Ups, werde hier gleich beschossen von den Karten. Ui, 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 ui. Die nehme ich jetzt aber. Mit Vehemenz schießen die hier raus. Ja, ich habe meine Kamera irgendwie verstellt und jetzt nervt mich das so. Ich kriege das irgendwie nicht mehr gescheit hin. Ich muss mal gucken, wie ich das mache, denn die Gelenke von dem Handyhalter, die sind jetzt schon so ein bisschen locker und muss aufpassen, dass mir das Handy da nicht rausspringt. Das wäre es jetzt noch. Okay. Ich hab's gleich. Okay. Dann würde ich sagen, wir lassen es dabei. Ich lege es noch schön hin. Für mich ist das immer ein Faktor, der sehr störend ist, wenn das so ein gemischter Haufen ist. Und jetzt dürft ihr euch entscheiden. Ich würde heute diese Seite hier nehmen, der silberne Buddha. Ihr könnt es natürlich auch mit Themen belegen oder mit Personen, die Stapel. Wie immer ihr wollt. Ja, das ist hier sehr speziell. Da dürft ihr mal in eurer Umgebung ein bisschen rumgucken. Hier geht es nämlich darum, dass irgendjemand leere Worte spricht, dass ihr immer wieder etwas versprochen kriegt, was sich dann doch nicht, also was nicht nachfolgt. Und man verschiebt alles auf später und man lebt nicht im Hier und Jetzt, ja, weil man immer auf das wartet oder man wartet auch darauf, bis jemand sein Versprechen einlöst. Dann haben wir hier den Bären. Es geht um das Thema Heilung. Natürlich, wenn wir jetzt den Bären nehmen und dieses Thema, kann schon auch sein, dass ihr auf die Worte einer bestimmten Person wartet. Oder lass deinen Worten Taten folgen, sowas alles. Aber wenn der Bär kommt, geht es eigentlich um Genesung auf allen Ebenen, die sehr vielfältig zu uns kommen kann. Es geht ein bisschen ums Zulassen. Und es geht auch darum, dass du oder wir uns selber gewiss sind, dass wir genesende Energien auch für andere sein können, auch wenn uns das möglicherweise nicht bewusst ist. Der Bär ist natürlich in den Urvölkern dem Menschen sehr verbunden. Er geht auch aufrecht oder kann aufrecht gehen. Er symbolisiert einfach eine gute Medizin und eine gewisse Würdigkeit auch, ne? Hier geht es um Erdung, Stärke und Zuversicht und um ein Fundament, das man sich hier erbaut.
und um ein bisschen auch Vertrauen. Ne? Hier geht es echt um die Eigenschaft auch, dass du in dir irgendetwas hast, das du anderen weitergeben kannst. Dann haben wir hier die Weide. Hier geht es um Emotionen, die Genesung benötigen. Und hier geht es darum, dass du die Weide dich mitfühlen durch schwierige Zeiten bringt. Die Zweige der Weide sind ja auch so biegsam, das heißt, sie brechen nicht. Es gibt eine gewisse Flexibilität. Und es baut ja irgendwie alles aufeinander auf, denn hier geht es tatsächlich auch viel um Genesung aus der Vergangenheit. Was mir hier spontan einfällt, ist ein sehr persönliches Beispiel. Ich bin ja bei meiner Oma groß geworden und meine Mutter hat mir öfters mal versprochen, sie kommt und holt mich dann ab. Und ich saß da am Fenster, da war das mit der Telefoniererei noch nicht so wie jetzt. Und habe gewartet und gewartet und da kam niemand und es hat auch niemand abgesagt. Und um sowas könnte sich das hier drehen. Okay, dazu kommt jetzt das passende Wort, ne? Vergeben, Ärger loswerden, Schuldzuweisungen loslassen. Die können hier aus diesem Bereich noch kommen. Und es geht darum, sich vorwärts zu bewegen, ne? Möglicherweise auch auf der körperlichen Ebene mal wieder ein bisschen mehr Bewegung ins System zu bringen. Mit dem Herrscher haben wir hier noch übrigens auch Erzengel Michael dabei. Und es geht darum, dass du die Dinge mit Logik organisierst. Es ist eine bestimmte Struktur und Disziplin in deinem Leben braucht und du kriegst ja auch Führung in welchem Bereich. Dann haben wir noch die Chancen, die unter einem guten Stern stehen. Wir haben die Optionen, die genutzt werden können für dieses Thema. Und wir haben natürlich auch Entscheidungen, die Klarheit bringen. Ich lasse uns mal noch ein Vögelchen draufspringen. Die kann ich leider nicht vorher drauflegen, weil dann seht ihr das und lasst euch vielleicht so ein bisschen ablenken. Die Nachtigall. Ich bringe dir Liebe, Freude und Schwung ins Leben, ja, Bewegung. Gute Nachrichten und eine Verbesserung des Wohlbefindens stehen an. Die Wünsche deiner Seele werden erhört und wollen gelebt werden. Die Selbstliebe, aber auch die Zuneigung zu einem Partner erleben eine Zunahme. Gut, das war unsere Botschaft. Gucken wir uns die andere Seite an. Manchmal fühlt man sich richtig ertappt von den Legungen, aber so soll es ja auch sein. Es hat ja auch immer sehr viel mit Selbsterkenntnis zu tun, wenn man Karten legt. Das wird ja auch oft ganz, ganz total falsch gedeutet. Ich muss meine Brille aufziehen. Ja, hier geht es darum, dass du vielleicht das Gefühl hast, nicht dazu zu gehören, dass du einzigartig bist. Es gibt nicht viele von deiner Sorte. Und es geht darum, dass du diese Einzigartigkeit nutzt in deinem Leben und dich nicht ausgeschlossen fühlst. Wir haben hier den Wandel mit der Libelle. Wenn die Libelle kommt, sagt sie dir, dass es auch völlig gut ist und in Ordnung, dass du mal die Richtung oder die Meinung änderst und dass du auch nicht auf Schritt und Tritt konsequent sein brauchst, sondern dass du Gelegenheiten nutzt, die Erwartungshaltungen vielleicht auch abzulegen. Ne? Also mach aus deinem Besonderssein etwas, das dir entgegenkommt und das hat womöglich nichts damit zu tun, dass das anderen gefällt. Ne? Die Libellen, die sind sehr beweglich. Ja? Sie können alle möglichen Sachen und dabei sind sie trotzdem anmutig. Ne? Es geht ein bisschen um Wagemut und es geht auch darum, dass du dir selbst erlaubst, mal unvorhersehbar zu handeln. Also das ist so dieses Nichts ist in Stein gemeißelt, du kannst jederzeit etwas ändern, auch deine Meinung.
Meistens geschieht das, wenn man dann auch mal den Blickwinkel wechselt. Manchmal muss man auch einen Schritt zurückgehen, um vorwärts zu kommen. Und es geht einfach darum, dass du dir Beweglichkeit in deinem eigenen Leben ermöglichst, also dass du nicht starr bleibst. Dann haben wir hier das Gänseblümchen. Kopf hoch, du schaffst alles, was du willst. Das Gänseblümchen richtet sich immer wieder auf, auch wenn jemand drauftritt. Möglicherweise ist auf dich schon jemand draufgetreten und du bist so ein bisschen in diesem Gefühl verharrt, dass es nicht, dass du nicht genug bist, ne? Bei dir geht es darum, dass du diesen Wandel zu etwas Neuem zulässt. Der kann durch eine andere Einstellung zum Leben, die du jetzt auf einmal hast, kommen. Und es kann dir auch helfen, dich zu deiner Größe aufzurichten. Kreativität wird ein Thema sein. Also arbeite mal wieder schöpferisch, nutze deine Spezialität oder dein ureigenes Potenzial und gehe mal mit deinem Denken und deinem ganzen Tun in die Einfachheit. Das ist auch so, was manchmal versucht man sehr viel, um anpassungsfähig zu sein, aber am Ende ist es durch Reduzieren von irgendetwas, was dir wieder mehr Brennen ins eigene Leben bringt. Die Acht des Wassers, hier geht es darum, dass man etwas verlassen möchte, eine Situation, vielleicht auch mehr Sinn findet im Leben, ein großes spirituelles und emotionales Wachstum. Das kann hier sehr in die Richtung gehen, dass man sich besser fühlt mit sich selber. Ja, und irgendwo habt ihr die Momente, wo ihr vielleicht in den Spiegel geguckt habt und ihr habt gesehen, dass es euch irgendwo an Leidenschaft und Vertrauen fehlt. Oder möglicherweise auch hat euch jemand anderes gezeigt, wie viel man aus dem Leben schöpfen kann. Und ihr macht euch auf den Weg, das Gleiche zu erleben oder etwas Erfüllendes zu erleben. Denkt dann nochmal, die Lösung liegt hier nicht im Vielen, sondern eher im Reduzieren von unnötigen Dingen. Okay, ihr Lieben, ihr kriegt auch noch ein Vögelchen. Da kommt es schon. Das ist der Stieglitz. Nimm diesen Moment mit beiden Händen und setze dir erstaunliche Ziele. Behandle dich selbst mit Liebe. Jeder Tag sollte mit Glück erfüllt sein. Also so dieses, ich brenne mal wieder für was, ich fühle mich glücklich, ich öffne mich den guten Dingen des Lebens und hier auch mit kreativen Lösungen mit an Bord für euch. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.